Moin moin Leute, ich bin Sascha aus eurem Viva Fitness. Heute gehen wir bei und zeigen euch stellvertretend für euren Basistrainingsplan Übungen, damit ihr auch im zweiten Lockdown diesen Jahres zu Hause vernünftig weiter euer Training machen könnt, um eine perfekte Überbrückung zum nächsten Start in eurem Studio haben zu können. So Leute, stellvertretend für eure Beinpresse stelle ich euch einmal die Kniebeuge frei vor. Sprich, wir stellen uns hier einmal zwei Schulterbreiten auseinander, Fußspitzen leicht nach außen, gehen dann mit den Armen vor, Becken nach hinten, so weit nach unten, bis wir die Beine auf 90 Grad bringen, oben leicht gebeugt lassen. Einmal von der Seite, Gewicht auf die Fersen, Po nach hinten, Knie bleiben in einer Flucht zum Fußgelenk, gehen auf 90 Grad runter und wieder hoch. Als Variation dazu gerne auch mal den Hüftbreitenstand ausprobieren und in selber Form ausführen. Dabei haben wir dann die Oberschenkel intensiver mit im Spiel. In der breiten Form haben wir mehr die Oberschenkelinnenseite inbegriffen, sodass ihr da den perfekten Ausgleich zur Beinpresse bekommt. Für die etwas Fortgeschrittenen unter euch könnt ihr gerne auch den Ausfallschritt ausprobieren. Hierzu haben wir ein Bein vorne, eins hinten, in der Endposition unten, beide Knie auf 90 Grad, wobei Knie, Hüfte, Schulter immer in einer Linie sind und hierbei gehen wir dann auf und ab. Beinwechsel und in selber Form ausgeführt. So, als Gegenübung zur Beinpresse dient hier unser Gluteus für den hinteren Oberschenkel und der Gesäßmuskulatur. Und wie wir das jetzt kompensieren, zeige ich euch jetzt. So, hier am Boden gehen wir einmal in die Rückenlage, wobei wir die Füße aufgestellt lassen und hier einmal einen 90-Grad-Winkel im Knie erzeugen. Hände einmal neben der Hüfte abgelegt, Kopf auch ablegen. Und dann heben wir das Becken in eine Linie zu Schultern und Knie und gehen bis kurz vor Gewichtsauflage wieder nach unten. Anheben und absenken. Ihr merkt dann hier Gesäß und hinterer Oberschenkel spannen sich an. Und für die Fortgeschritteneren unter euch streckt ein Bein nach vorne und führt das Ganze einbeinig aus. Wobei das gestreckte Bein immer parallel zum Ausführenden bleibt. Am Ende gerne wieder Beinwechsel und das Ganze von vorne. Für die Ladies unter euch haben wir natürlich auch nochmal Oberschenkelinnenseite und auch die Oberschenkel-Außenseite in einer schönen Übungskombination zusammengefasst. Und wie das ausschaut, das seht ihr jetzt. So, wir legen uns hierbei einmal seitlich auf den Boden. Einmal den Kopf in der Hand einstützen, das obere Bein vorne abgelegt, oberen Arm einmal vorne abgestützt. Jetzt strecken wir das untere und heben es so hoch es geht, bis kurz vor Bodenablage zurück, anheben und senken und trainieren damit optimal die Oberschenkelinnenseite. Das Ganze natürlich im Wechsel. Selbes Prozedere dann auf der anderen Seite. Seitablage, oberes Bein nach vorne rüber, Kopf abgelegt, in der Handfläche und dann ziehen wir wieder bis zur maximalen Höhe hoch und das Ganze dann gerne auch ohne Satzpause wiederholt im Wechsel. So, für die Oberschenkel-Außenseite als auch seitlichen Gesäßmuskel bleiben wir an selber Stelle liegen. An der Stelle geben wir jetzt bei das untere Bein angewinkelt, das obere gestreckt, legen uns wieder ab, Kopf in der Handfläche einlegen und dann strecken wir das obere Bein so hoch es geht, wobei die Fußspitze nach unten zeigt, der Hacke nach oben und wir so weit nach unten gehen, bis die Fußspitze leicht abtrumpft und wieder hoch. Ja? Soweit der Po es zulässt und ihr richtig schön ausgebrannt seid am Ende. Ja? Für die etwas Fortgeschritteneren unter euch, ihr könnt hier an der Stelle das untere Bein nutzen, das obere abgespreizt in der Luft, jetzt drückt ihr euch mit dem Knie in den Boden und habt euer Körpergewicht als Widerstand zum Überwinden. Ja? Ist nochmal eine etwas intensivere Variante. Diese beiden Varianten natürlich wieder auf beiden Seiten umsetzen, immer schön im Wechsel. So, um euren Rücken optimal weiterhin in Schuss zu halten, statt dem Rudergerät biete ich euch jetzt eine Alternative mit einem Handtuch an. Also seid gespannt, was jetzt da auf euch zukommt.
So, Handtuch an beide Enden gegriffen, Arme vorne rausgestreckt. Habt die Hände ungefähr auf Schulterhöhe und jetzt zieht ihr das Handtuch so kräftig wie möglich auseinander und zur Brust führen. Ellenbogen bleiben hier in einer Flucht im Handgelenk und wir gehen wieder nach vorne. Immer den Zug aufrecht halten und so kräftig ihr könnt nach außen ziehen. Ja? Das macht ihr dann so lange, bis der Muskel komplett erschöpft ist. So, wer von euch statt dem Ruderzug den Pulldown am Gerät als auch frei von uns erhalten hat, der bekommt jetzt eine Alternative, auch wieder mit einem Handtuch. Alright, also die Pulldown-Variante mit dem Handtuch sieht folgendermaßen aus. Ihr stellt einen Fuß vor den anderen, um stabil zu stehen. Nehmt das Handtuch einmal in eine Flucht zum Nacken. Wir ziehen sich hier kräftig auseinander und gehen dann bis zum Nackenkontakt runter, wobei die Ellenbogen immer unter den Handgelenken bleiben und schieben dann wieder hoch. Ja? Kräftig auseinanderziehen und dauerhaft auf und ab. Auf und ab. Achtet dabei darauf, dass der Bauch schön angespannt ist, dass ihr schön in einer Achse die Wirbelsäule haltet, um hier vernünftig die Bewegung kontrolliert sauber ausführen zu können. So, wir werden sie alle vermissen, die Brustpresse, ja, aber wie wir unsere Brustmuskulatur, die vordere Schulter als auch den Trizeps vernünftig weiter trainieren können, zeige ich euch jetzt. So, wie ihr es schon bestimmt fast vermutet habt, geht es jetzt um den Liegestütz. Und wie man den Liegestütz richtig ausführt, das zeige ich euch jetzt. Ja, also geht bitte einmal bei, gebt das Becken so weit nach vorne, dass ihr mit Knien, Hüfte, Schulter in einer Linie seid. Und jetzt haben wir die Hände unterhalb der Schulter. Ja? Geht runter, bis ihr Bodenkontakt habt und schiebt euch wieder bis kurz vor Streckung der Ellenbogen nach oben. Das Ganze entweder mit Knieauflage oder für die etwas Fortgeschritteneren mit den Beinen gestreckt. Wobei ihr hier deutlich mehr Bauchspannung halten müsst, damit der Rücken gerade bleibt. Soll die Übung ein bisschen mehr auf die Rückseite vom Oberarm ausgelegt werden, geht ihr mit den Händen ein kleines bisschen weiter nach hinten und ein bisschen enger zusammen und führt den Ellenbogen eng an den Körper, wobei ihr diese Übung genauso selbst wieder ausführt mit Bodenkontakt und schiebt nach oben zurück. Bauch fest, Bodenkontakt, wieder hoch, genauso natürlich auch möglich mit gestreckten Beinen. Gut, okay. Also stellvertretend für eure Bizepsmaschine. Jeder von euch hat ein Handtuch zu Hause, bestimmt auch einen Putzeimer mit einem Henkel. Also Handtuch einmal durch den Henkel ziehen, Gefäß mit so viel Wasser füllen, dass ihr eine vernünftige Intensität habt. Und dann nehmt ihr wieder die Handtücher an beide Enden, nehmt den Ellenbogen einmal unter die Schulter und geht so weit nach oben, bis ihr am Ende des Winkels vom Ellenbogen angekommen seid. Wieder nach unten, komplett in die Streckung und in die Beugung zurück. Ja, anwinkeln und strecken, ja. Das Handtuch lässt es auch zu, dass wir eine andere Übung wählen, indem wir einfach den Daumen nach oben lassen und hier den Hammer Curl, wie mit den Kurzhanteln, einnehmen. Auch hierbei wieder Ellenbogen unter der Schulter lassen und nur so weit beugen, wie der Ellenbogen auch unter der Schulter bleiben kann. Als nächstes für die Rückseite des Oberarms nehmen wir uns einmal das Handtuch auf die Schulter, greifen es einmal hinterm Rücken, den anderen Arm nehmen wir nach oben. So, jetzt bauen wir Spannung auf, ziehen mit beiden Händen das Handtuch richtig schön straff und fangen an, von oben nach unten zu bewegen. Und je mehr ihr gegenhaltet, desto intensiver ist das für euren Trizeps. Diese Übung natürlich stellvertretend für den Kabelzug, an dem ihr zuvor eure Pushdowns gemacht habt. So, zu guter Letzt wollen wir natürlich auch dem Bauch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Und das Ganze machen wir natürlich dann wieder schön frei auf der Matte, auf dem Boden oder auf dem Teppichboden, whatever. Ja, setzt euch einmal ab, Handtuch beiseite. Hände einmal seitlich aufgesetzt, kommt ein bisschen in die Schräglage nach hinten. Knie einmal ran, ja. Zieht hier die Knie so weit zur Brust, wie ihr könnt. Streckt den Oberkörper und die Beine zurück. Und das Ganze dann vor
zurück. Soweit es der Bauch zulässt. Ja. Eine weitere Variante, damit wir ein bisschen Spektrum bekommen, wäre der Russian Twist. Wir nehmen uns wieder das Handtuch, ziehen es ein bisschen auseinander, setzen uns einmal in die Waage und gehen jetzt einmal bei und ziehen hier einmal die Hand zum Boden und ziehen dann zur anderen Seite. Schön in die Rotation und konstant Bauch auf Spannung halten. Wer ein bisschen fortgeschrittener ist, zieht das Ganze ein bisschen höher, um den Bauch mehr auf Zug zu bringen. Bis es nicht mehr geht. So, statt dem Rückenstrecker hier zu meiner Linken, gibt es jetzt abschließend noch mal eine schöne Übung für den unteren Rücken. Kommt ruhig einmal alle mit. Wir gehen wieder auf den Grünstreifen zurück. So, wir nehmen uns wieder das Handtuch als Hilfsmittel. Stellen die Füße schulterbreit auseinander, beide Enden gespannt, Hände nach vorne, Rücken gerade. Und jetzt gehen wir bei senken den Rücken ab, solange er gerade bleiben kann und kommen wieder in die Höhe zurück. Ja? Oberkörper absenken, bis wir die Oberarme zu den Ohren parallel haben und dann wieder langsam aufrichten. Wer ein bisschen mehr Steigerung haben möchte, der beginnt hier oben und legt seine Arme als Gewicht in die Übung hinein, richtet sich dann wieder auf. Ja? Haltet schön Spannung hier oben aus dem Schultergürtel, geht in die Beugung, richtet euch dann wieder auf. Perfekt. So, ich hoffe euch natürlich mit dieser kleinen Sequenz eine Hilfestellung für euer Training zu Hause gegeben zu haben. Wer damit noch nicht ganz so zufrieden ist oder ein bisschen mehr Auswahl braucht, der klickt gerne auf unseren YouTube-Channel, verfolgt uns. Da haben wir aus dem letzten Lockdown noch einige weitere Möglichkeiten, wie ihr euren Körper zu Hause steuern könnt, damit wir alle gemeinsam diese Lockdown-Zeit super überbrücken können.